Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 27. August. Wie ein Vogel, der aus seinem Nest weicht, also ist, wer von seiner Stätte weicht. Sprüche 27, Vers 8. Wer von seiner Stätte weicht. Jetzt steht vor meiner Seele ein Bild aus meiner Bilderbibel, das ich als kleiner Junge oft angesehen habe. Adam und Eva verlassen erschrocken und bedrückt das schöne Paradies. Vor ihnen aber liegt ein kahles Land, voll Unkraut und voll von Steinen. Wenn ich als Kind dieses Bild sah, dann fragte ich, wo ist denn Gott? Ja, Gott war nicht mehr zu sehen. Hier waren Menschen, die ihre Stätte am Herzen Gottes verließen. Erst später habe ich verstanden, ihre Stätte hätten sie schon früher verlassen, nämlich als sie Gott den Gehorsamen kündigten und schuldig waren. Nun waren sie heimatlos. Sie konnten sich ein Haus bauen, aber ihre Seelen blieben heimatlos. Und das ist die Geschichte aller Nachkommen Adams, ob sie in Essen, Singapur oder New York leben. Wie heimatlose Vögel, denen man das Nest zerstörte, sind unsere Seelen. Sie flattern zu Menschen, Zerstreuungen, Weltanschauungen und bleiben heimatlos. Unser Textwort hat eine seltsame Note, denn ein Vogel weicht ja nicht freiwillig von seinem Nest. Der Mensch aber verlässt freiwillig seinen Gott. Unsere innere Heimatlosigkeit ist nicht ein Unglück, sondern Schuld. Wer das verstanden hat, der horcht auf bei einem wunderbaren Wort aus dem 84. Psalm. Der Vogel hat ein Haus gefunden, deine Altäre, Herr Zebau, mein König und mein Gott. Ach was, Altäre, es gibt nur noch einen einzigen Altar für uns, das Kreuz auf Golgatha, wo das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, stirbt. Hier ist Heimat für unsere Seelen. Herr, lass uns in deinen für uns ausgebreiteten Armen nach Hause kommen. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.